Der zweite Schritt der Maßnahme wäre dann eigentlich im Grunde genommen die Ermittlung. Das heißt, ich muss jetzt erstmal die primäre Ursache, sprich, wie wir vorhin schon gesehen haben, die Feuchte ermitteln, beziehungsweise die Ursache der Feuchte. Das kann natürlich eine vergangene Ursache sein, hier mehr oder weniger fachgerecht mit ein bisschen Bleifolie halt sind ein bisschen abgedeckt worden und so. Dann regnet es jetzt erstmal nicht mehr rein. Ob das nun letzten Endes eine abschließende Maßnahme ist, mag es mal dahingestellt sein. Das kann aber auch eine unvermeidbare Ursache sein, die ich nicht irgendwie beseitigen kann. Zum Beispiel ein Gewölbekeller aus vergangener Zeit, der lässt sich nicht ohne weiteres wieder abdichten oder trockenlegen. Der wird immer feucht bleiben. Hier sieht man auf dem Bild übrigens einen Fruchtkörper vom echten Hausschwamm. Das sind zwei Fruchtkörper. Richtig so zwei Pizzas, die da an der Schräge des Gewölbekenners kleben. Und es gibt natürlich vermeidbare Ursachen, ne? Die vermeidbaren Ursachen sind einfach kaputte Ziegel. Man muss halt immer mal, gerade nach einem Sturm oder wenn man merkt, da ist irgendwas, doch mal das Dach genauer inspizieren. Und dann sollte man das so schnell wie möglich reparieren. Das kostet meist kein großes Geld. Großes Geld kostet es erst dann, wenn ich das lang genug vernachlässigt habe und nichts gemacht habe. Die möglichen Feuchtequellen, wie das eindringen kann, beschränken sich natürlich nicht nur auf einen undichten Dachziegel. Da gibt es natürlich sehr, sehr viele Möglichkeiten. Das kann das Eindringen der Niederschlagswasser zum Beispiel beim Dachziegel sein. Das kann aber auch meinetwegen ein Anschlussblech sein am Kamin, eine undichte Gaube, was auch immer. Da gibt es sehr, sehr viele Möglichkeiten, wie das Niederschlagswasser, sprich der Regen, in irgendeiner Art und Weise den Zugang für Teile der Holzkonstruktion im Gebäude findet. Es kann aber einfach schlicht und einfach ein feuchtes Bauelement sein, zum Beispiel ein Keller. Das an für sich erstmal kein Problem. Aber wenn ich im Keller, der feucht ist, meinetwegen, was ich oft gesehen habe, Brennholz zum Beispiel einlagere, Papiere, Kartons, irgendwelche andere Holze, da kann es sein, dass ich nach 2 Jahren dort wieder in den Keller reinkomme und es findet sich überall ein weißlicher Belag oder schon weiter fortgeschritten, zum Beispiel ein holzzerstörenden Pilz, der dann anfängt, sich weiter auszubreiten und eventuell sogar seinen Weg aus dem Keller heraus in die drüber liegenden Geschosse findet. Weitere Ursachen sind natürlich durchaus auch Havarien. Havarien heißt nichts anderes. Der Schlauch von der Waschmaschine ist geplatzt. Oder irgendwie die Kinder haben vergessen oder haben zu stark geplanscht und das Badezimmer ist übergelaufen oder. Diese Havarien sind meistens gedeckt durch die Versicherung, da wird dann auch getrocknet. Aber auch da bleibt zu bemerken, dass diese Trocknungsmaßnahmen, die dann von speziellen Bautrocknungsfirmen durchgeführt werden, nach meiner persönlichen Erfahrung, oft in dem Detail der Konstruktion keine abschließende Trockenheit erzeugen. Ich habe oft Bauten gefunden, wo vor 2 Jahren Wasserschaden war und dann im Nachhinein festgestellt worden ist, die Trocknung war sehr, sehr ungenügend und es ist trotzdem noch zu viel Feuchte in der Baukonstruktion verblieben, zum Beispiel Holzbalkendecken mit irgendwelchen Lehmfüllungen oder Fehlbodenfüllungen und das hat dann später zum Entwicklung von holzzerstörenden Pilzen geführt, die dann über den Wasserschaden hinaus noch viel schlimmere Zerstörungen angerichtet haben. Es gibt natürlich die klassischen bauphysikalischen Probleme, wo einfach der Planer oder der Architekt oder wie auch immer oder manchmal durch eigenhändige Maßnahmen zu wenig nachgedacht worden ist und durch Änderungen in der Konstruktion es dann Probleme gibt. Einer der Klassiker ist natürlich Erdgeschoss nicht unterkellert, Holzfußboden drunter und dann kommt dann
irgendein PVC-Boden drauf. Vorher hat das sehr gut funktioniert mit einem Holzfußboden. Die Feuchtigkeit aus einem Untergrund konnte gut entweichen. Das Holz ist offenporig. Das kann die Feuchtigkeit auch peu à peu abgeben. Sobald das PVC auf dem Holz drauf liegt, kann die Feuchtigkeit nicht mehr raus und das Holz unter dem PVC fängt an, Stück für Stück immer mehr Feuchtigkeit aufzunehmen. Und irgendwann entstehen dann natürlich auch, wie wir schon in dem Schaubild mit den drei Kreisen gesehen haben, entsteht dann natürlich auch entsprechend ein holzzerstörender Pilz, weil die Spuren sind natürlich irgendwo auch vorhanden in dem Untergrund. Ein weiterer ist natürlich, als ist die Liste lässt sich natürlich fortsetzen, aber viel hat natürlich auch bautechnische Mängel. Schlechte Abdichtungen, eindringende Feuchtigkeit durch einen nicht mehr korrekten Wetterschenkel bei der Balkontür oder. Auch da gibt es, wie gesagt, vielfältige Ursachen, die im Detail dann entweder durch eine unkorrekte handwerkliche Ausführung oder durch, irgendwann hat natürlich auch jedes Bauteil das Ende seiner Zeit erlebt. Man muss dann vielleicht auch rechtzeitig mal kontrollieren, ob das noch seinen Zweck erfüllt und es eventuell austauschen. Also bautechnische Mängel kommen als Feuchtequelle natürlich auch in Frage.